Ja, aber das ist gerade die. Ist das meine Cargo? Wessen? Also, warte, also vorab, mein neuer Club, der Ende nächsten Monat eröffnet wird, hat einen Sponsor, Pisswasser. Und Pisswasser übernimmt die laufenden Kosten gegen Werbung, die geschaltet wird. Ja, das heißt, es gibt Werbesäulen in Form von Pisswasser, welche ja eben halt dafür da sind, die Finanzierung zu tragen. Gängig im Club-Business. Wenn man jetzt allerdings sowas transportiert, mit einem Helikopter über mein Grundstück fliegt und das Ganze mit einem Cargo-Bob und einem Haken transportiert. Ja. Ist was? Du hast da ein Robo. Tut mir. Ja, guck mal. Ich weiß, Ryan, du findest das nicht lustig. Ich auch nicht und ich bin froh, dass es nicht euer Haus getroffen hat. Aber wenn du jetzt mit dem Heli da oben fliegst, siehst du ganz groß Pisswasser. Entschuldigung. Dein Garten wird auch besser. Aber es tut mir noch leid, aber es ist wirklich ein bisschen lustig. Ich hab wirklich. Es tut mir leid. Mein Garten wird automatisch bewässert durch den Rohrbruch. Danke, Finch. Ja, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Wenn die Stabilität Sorgen machen, wenn da jetzt Wasser in den Hang und so. Wir können da unten Geländer entfernen, eine Brutschirm bauen, dann hast du so einen Wasserpark, kannst du hier rausmachen. Ja, Spitze. Also zuerst habe ich ein 40 Meter Riesenrad bekommen und wusste nicht wohin, jetzt habe ich eine 40 Meter große Bierflasche. Ich habe es mit 40 Meter Dingen. Wirklich. Ich hoffe, dass das im Club besser und einfacher läuft. Ja, bestimmt. Gut, dann lege ich jetzt auf. Gut, chill. Also Ryan, jetzt mal im Ernst, wie ist die Wasserversorgung im Haus? Kommt ihr klar? Du brauchst dich nicht mehr. Warum wird der nicht getasert und ich werd getasert, weil ich lache? Ich habe mehrere Immobilien, das ist schon in Ordnung. Okay. Gut. Ich bin ja für den Wasserpark. Ich wünsche einen angenehm, lass euch nicht klauen. Viel Spaß, ciao. Guten Abend. Vergiss das Trinken nicht. Tschüssi. Finch! Ja. Glück gehabt. Ich habe ein paar Party-People eingeladen, Valeska. Party-People. Sind Gordon, Jill und Sky mittlerweile da? Sky, ja. Gordon und Jill, nein. Hat Sky schon alles gesehen? Hat gerade eine Führung bekommen. Was sagt sie? Oh mein Gott. Nein. Gott. Also, ja, vielleicht wisst ihr jetzt... Hallo. Dennis. Hallo. Kopfschmerzen. Oh Gott. Dennis hat jetzt Kopfschmerzen. Ihr wisst, was hier mit eurem Haus Hallo. Ist. Hallo! Los! Nein, die Flasche du darfst raus. Nicht Nein, die Flasche nicht. Rausziehen. Jetzt lass mich die da rausziehen. Da Zieh unten die Flasche! Eine. Los! Ja, Mensch. Sky? Ja. Ziehst du die Flasche raus, ne? Ja. Haben wir ein Problem. Gehe ich das Risiko ein? Nein, ja. Lieber Nein. nicht. Hast du alles gesehen? Ja. Was sagst du? Wie viele Laser wollen sie? Ja. Also ist schon alles krass, ne? Aber die musste ein bisschen was zwischenlagern hier. Ein bisschen. Und, das ist merkwürdig, aber je länger man es betrachtet, desto cooler wird es. Warte, diese Figur habe ich noch nicht gesehen. Hast du den Thron? Nein, Thron hat sie auch noch nicht was gesehen. Was für ein Thron? Crusader, warte. Oben warte, auf dem Turm. Ich gehe mich erst setzen und dann führst du die Crusader und Sky zum Thron, ja? Okay.
Wo muss ich lang? Da runter. Hier runter? Ja, und dann. Ja, du folgst einfach den Weg. Wenn ich vorstellen darf, King Butters der Dritte. Ach du. Das. Mit dem Aschenbecher. Hier gehe ich hin, wenn ich in Ruhe eine rauchen möchte. Mit dem Aschenbecher, ne? Aschenbecher. Aschenbecher. Oh mein Gott. Ja. Raffi, alles gut? Steht dir. Ach du. Raffi, sag mal. Halt mit dem Dollar. Neon-Zeichen. Ha, Lusche. Das ist sich schon wieder gelöscht. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, aber das ist vielleicht ein bisschen. Das kann ja jetzt Profilbild sein. Kann ja auch sein, dass es für dich drüber ist. Einfacher das ist Satire. Es ist schon, also ja. Oh nein, jetzt hat er ein Problem. Ja, jetzt Dennis. Hat er ein richtiges Problem. Dennis, du bist talentiert, besonders. Sehr größte Du bist geliebt. Besonders. Setz dich jetzt nochmal, jetzt mach mal Quitter. Der hässliche Sohn. Mach mal das Twitter-Bild. Das K in Dennis steht für klug. Ja! Hey, du. Ja, ich hab Peps dabei. Wir lassen ihn einfach da. Ja, der wird Peps schon irgendwann rauskommen. Achso, Rabe, man kann auch durch den Turm runtergehen, ne? Ja, also ich dachte mir schon, wenn man da hochgehen kann, kann man auch runtergehen. Gut, komm. Nee, aber hab gerade gesagt. Ich zieh mir mal was anderes an. Ja, besser ist, ne? Oh, das ist doch ein guter Partyanzug, oder? Oha! Ja, du, das Oha! Ja, das ist auch ein guter Partyanzug. Ja. An sich bräuchten wir noch. Es gibt so ein Halsband, so ein Goa-Halsband. Also, ey, es tut mir leid, ne? Aber ihr seht aus wie Honey und Nanny. Was hast du denn in deiner Kindheit für Fernsehsendungen geschaut? Nani und Nani. Also, das Warum? Ist wirklich. Das ist mein DJ-Outfit. Okay, Party People, schwingt euch auf die Tanzfläche. Ja, DJ Batman geht an die Arbeit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich zeig dir jetzt mein Hobby, von dem keiner weiß. Ein bisschen schneller, ein bisschen Schwung in die Party. Ein Held, der bereit ist, dich seiner größten Herausforderung zu stellen. Es kann nur einen geben. So, Dennis, ich hoffe, du hast was dabei, ne? Der nächste Song ist für dich, Mann. Alle schmeißen, keiner fängt. Separation. Nochmal!
Hab eine Firma kennengelernt, Facility Management. Sollen die in deinen Garten? Ja, ist mir egal. Okay. Bist du dir sicher? Jetzt geht's erstmal um Kohle, Alter. Es ging noch in keinem Song um Kohle. Komm, let's go. DJ Buttman für sie, ne? Mach mal kurz den Block-Genesis, yeah. Das ist 041 Crypto Valley, Motherfucker. No Penny, Klepto Valley, Boom, Shakalaka, yeah. Das ist 041 Crypto Valley, Motherfucker. No Penny, Klepto Valley, Boom, Shakalaka, yeah. Das ist 041 Crypto Valley, Motherfucker. No Penny, Klepto Valley, Boom, Shakalaka, yeah. Das ist 041 Crypto Valley, Motherfucker. No Penny, Klepto Valley, Boom, Shakalaka, yeah. 041, deine Patte, alles meins. Valeska, was ist mit dir? Kannst du ein DJ-Pult bedienen? Ja, ja, jetzt fühle ich mich aber auch, also ich fühle mich aber auch jetzt überarbeitet hier. Wenn wir jetzt Energy das war gut, hätten, das war sehr gut. Meine Fresse. Alter, boah. Richtig, mit dem Energy Drink wäre alles viel besser. Junge. Ja, klar. Also, aber ich muss sagen, den Club-Außenbereich fühle ich mehr, als ich sollte, ne? Also, ich habe zwar jetzt echt ein Piepen auf den Ohren, muss ich sagen. Aber ist doch schön, gut. Ne? Gut auf jeden Fall, dass die Party für Alessio ohne Alessio stattgefunden hat. Wurstetorte eigentlich. Ja, keine Ahnung. Eigentlich wollte der heute da sein, aber der ist bis jetzt nicht aus dem Haus gekrochen gekommen. Also ich meine, und ich glaube, bei dem, also dadurch, dass das schon ein bisschen dunkel wird, kann der von seinem Haus da unten, also ich glaube, es geht nicht, dass nicht, ich gehe mir mal angucken, wie das von Alessios Haus aussieht. Kommen Sie, wir gehen hier runter. Oh, achso, stimmt, wir können hier runter. Er freut sich, wenn er aus dem Haus kommt, wir stehen alle vor der Hütte, let's go. Sollen wir bis dahin laufen oder was? Ja, der Spaziergang nach, musst du runterkommen von der Trip. Was für ein Trip? Was hast du eingeworfen, Jens? Der kann man ja der Rapunzel Mann, spielen. Der Mann ohne T-Shirt hat mir was gegeben, ihr habt das einfach genommen. Das war LSD wahrscheinlich. Du bist doch alle zu hell, ne? Du bist drauf, Jens. Kannst du heute du Abend runter. Nicht mehr an meinen Bauprojekten weiterarbeiten? Natürlich. Also nicht, gerade jetzt nicht. Ganz interessant werden. Also, wenn ich mal da hochgucke, ne, von Alessios Haus aus. Du Scheiße, ey. Kannst du. Das ist doch freiliegend da, oder nicht? Was meinst du bitte freiliegend? Der Garten. Oder ist da ein Dach drüber, ne? Nee, ist kein Dach drüber. So ein Setting hätten wir machen können, der Verstrebung von da oben, der Licht, weißt du? Ja, aber das ist gerade die. Ist das. Meine Cargo Bob. Hoffe ich, dass du. ist das meine Cargo-Bob? Wessen Heli war das? Das könnte mir ein Cargo-Bob gewesen sein. Michalski, warum ist dein Cargo-Bob da runtergefallen? Du hattest mal einen Heli, nicht, ne? Warum ist der denn jetzt von. Ja, du hattest mal den Heli. Sag mal, Michalski, hast du nicht mal eine Wasserwaage genommen, um das Helipad gerade zu machen, oder was? Willst du mich verarschen? Das ist ja ganz schön doof gelaufen, ne? Du sollst aufhören zu trinken, wenn du arbeitest. Also vielleicht habe ich den Bass eben zu weit aufgedreht, ich weiß nicht. Das Bauamt braucht vom Gewerbeamt 9 Helikopter. Mal, wenn ich da einen Helikopter parke, kann das sein, dass das schief ist, Jens? Nee, eigentlich nicht. Nee, wie denn eigentlich nicht? Eigentlich nicht. Michalski, was hast du denn da gemacht? Dein Helikopter ist gerade in einem Feuerball den Berg runtergerutscht. Vielleicht sollte man in Zukunft nur noch Hubschrauber mit Anker kaufen. Ist das so? Komm, mach mal. Robert, mach dich doch hier nicht zu deinem Einhuhn. Nee, du machst dich zum Einhuhn, weil dein scheiß Heli von deinem Helipad runtergefallen ist. Zu was? Ein Einhuhn, kennst du nicht? Ja, das kann ja ein Einhuhn? Okay. Ich sehe da oben 10 Clubs, ich sehe hier einen Betonbecher und da fliegt ein Cargo-Bob einfach runter, ne? Also. Weil der das nicht gerade gemacht hat. Glaubt dir keiner. Und du hast den krassesten Teil verpasst, komplett. Also, falls du einen neuen Job brauchst, du Kohle, ich nehme dich auch auf. Oh. Ja, komm, let's go, wir gehen hoch, oben stehen noch Autos.